Also die Fluthilfen, heute Thema im Bundestag, sprechen wir mit einem, der konkrete Erwartungen damit verbindet, und zwar mit Andreas Geron. Er ist Bürgermeister der Stadt Sinzig in Rheinland-Pfalz, die besonders stark von der Flut betroffen war. Einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Über einen Monat nach der Katastrophe, wie geht es Sinzig wie den Betroffenen? Wir haben am Anfang zuerst einmal den Schwerpunkt darauf gelegt, die kommunale Infrastruktur herzustellen, also Wasser und Strom. Das ist uns mittlerweile gelungen. Die Gasversorgung ist noch ein großes Problem im Ahrtal, daran wird gearbeitet. Und wir haben natürlich insbesondere im Hinblick auf das Ende des Sommers und die beginnende Heizperiode an der Stelle dann einen vordringlichen Bedarf. Leider haben wir keine gute Bild- und Tonqualität. Ich hoffe, dass sich das im Laufe unseres Gespräches verbessern wird, Herr Geron. Haben Sie denn mittlerweile einen genauen Überblick über die Schäden, über die Kosten, die entstanden sind in Ihrer Stadt? In unserer Stadt haben wir die Kostenprognose vorgenommen und wir liegen in einem mittleren dreistelligen Millionenbereich. Bezogen auf das gesamte Ahrtal haben wir durchaus einen Bereich, der weit im mittleren einstelligen Milliardenbereich liegt. Und das sind natürlich für eine Stadt wie Sinzig Riesensummen. Bislang hat es ja schon sofort Hilfen gegeben. Wie viel ist davon angekommen? Was brauchen die Betroffenen momentan am dringendsten? Soforthilfen sind angekommen, sowohl von der Landesebene, also von Kreisebene und auch von der städtischen Ebene. Die Betroffenen benötigen zurzeit eine Perspektive. Und insoweit sehe ich die gesetzliche Beratung heute im Bundestag als einen ganz wichtigen Meilenstein. Da geht es dann nicht nur um die temporäre Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, sondern insbesondere um die Frage, welche Förderungen kommen künftig in Betracht für private, für Unternehmen und auch für kommunale Investitionen. Die Haushalte haben massive Schäden erlitten an Gebäudestruktur und am Hausrat. Unternehmen sind teilweise von gigantischen Schäden betroffen. Unternehmensinfrastruktur fehlt teilweise vollkommen. Ja, und die kommunale Infrastruktur ist gerade im Bereich von Kindertagesstätten, von Schulen, aber auch teilweise von Verwaltungsgebäuden massiv beeinträchtigt. Herr Geron, es ist eine enorme Summe, wenn man sich das überlegt, die Bund, Länder, die das Kabinett sozusagen schon auf den Weg bringt, gebracht hat heute, ja wie gesagt, die Abstimmung im Bundestag darüber, 30 Milliarden Euro. Und die Frage ist eigentlich, wie kommt das Geld konkret zu den Betroffenen? Wissen Sie schon, wie das klappt? Also jeder, der ein Haus verloren hat, muss der dann einen Antrag stellen, kommen dann nochmal spezielle Gutachter? Wie genau funktioniert das? Ja, die Frage stellen wir uns auch. Der Gesetzentwurf enthält ja keine konkreten Regelungen genau an dieser Stelle. Auch die Förderquote ist noch nicht benannt. Da wird dann in einem Paragraphen 2 auf eine Rechtsverordnung verwiesen, die noch zu erstellen ist. Ich muss sagen, Förderquoten unter 100% sind für Kommunen in unserem Kreis nicht stemmbar. Wir haben ja zum Beispiel teilweise gar keine Gewerbesteuereinnahmen. Die Unternehmen sind nicht mehr aktiv. Die Unternehmen sind von der Flut dahin gebracht worden. Und deswegen muss da erstmal ein Aufbau erfolgen. Also auf der Einnahmeseite stehen manche Gemeinden bei Null. Das geht dann auch den Privatunternehmen so. Und die Menschen brauchen ein dringendes Signal, wie kommt diese Gelder ran, und da fehlen uns entsprechende Informationen. Also, dass die Hilfen beschlossen werden, das haben ja alle schon sozusagen begrüßt. Und aber wie genau das Geld die Betroffenen genau erreicht und was man dafür genau und konkret erfüllen muss, das ist noch unklar. Das beklagt, wenn ich das richtig verstanden habe, auch Andreas Geron, Bürgermeister im rheinland-pfälzischen Sinzig. Entschuldigung nochmal für die Ton- und Bildqualität und Ihnen und Ihren Betroffenen in Sinzig. Alles Gute, Herr Geron. Vielen Dank.
Nach der Hochwasserkatastrophe haben Sozialarbeiterinnen wie Christine Fulde von der Caritas in Hagen viele Opfer zu betreuen. Hausbesuch bei einer Mutter von 6 Kindern, deren Wohnung im Untergeschoss komplett unter Wasser stand. Die 43-Jährige zeigt uns die Räume. Der Schlamm ist inzwischen beseitigt, aber es ist feucht, es riecht nach Schimmel. Auch 5 Wochen danach sitzt der Schock noch tief. Ja, das war schrecklich. Also ich meine, wir hatten ja auch alle Angst. Ich meine, ich habe die Waschmaschinen waren noch unter Strom und wir haben einen Gastank hinterm Haus und wir hatten halt auch Angst vom Ding, dass wir, ob das alles so stehen bleibt. Vor ihrem Haus sah es in der Katastrophennacht so aus. Reißende Fluten, für die Feuerwehr gab es kein Rankommen. Inzwischen fließt das Flüsschen Volme wieder in seinem Bett. Die Schäden allerdings sind unübersehbar. Aus den betroffenen Wohnungen und Häusern ist kaum was zu retten. Es ist eben nicht nur Wasser, was durch die Gebäude geflossen ist, sondern das ist Schlamm, das sind Fäkalien, das ist Öl, das sind Chemikalien, die da drin sind. Das heißt, die betroffenen Möbelstücke sind in der Regel unbrauchbar. Wie die meisten Betroffenen hat auch die alleinerziehende Mutter Soforthilfe bekommen, sowohl von der Stadt als auch von der Caritas, an die 2.500 Euro für sich und ihre Kinder. Dafür ist sie dankbar, weil es ihr in der ersten Zeit über das Schlimmste hinweggeholfen hat. Die Sozialarbeiterin weiß allerdings aus ihren Gesprächen, dass fast alle Flutopfer richtig verzweifelt sind, weil sie auch 5 Wochen danach nicht wirklich wissen, wie und wann sie in Zukunft Unterstützung bekommen. Also diese Soforthilfen sind für jetzt, aber das, was die Menschen zum Teil brauchen, umfasst natürlich ganze Hausstände, Renovierungen. Also das sind Berge, vor denen die Menschen gerade stehen. Das ist für die Leute natürlich teilweise schwer auszuhalten, diese Ungewissheit, ne? In den Flutgebieten sind nicht nur Privathaushalte und Unternehmen finanziell am Limit, sondern auch Städte und Gemeinden. Der Schaden an Straßen, Brücken, Kanalisation ist immens. Allein in Hagen liegt in einer ersten vorsichtigen Schätzung bei 200 Millionen Euro. Wir sind ja eine Stadt, die seit vielen Jahren in der Haushaltssicherung ist. Alleine können wir das auf gar keinen Fall schultern. Wir brauchen da dringend die Unterstützung von Bund und Land. Diese Schäden müssen zu weiten Teilen erstattet werden, sonst können wir das nicht finanzieren. Tanja Frerichmann hofft, finanziell wieder auf die Beine zu kommen und wünscht sich nichts sehnlicher als eine neue, trockene Wohnung für sich und ihre Kinder.